Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Space Engineers. Mit dabei wieder der LOM Break. Da unten kreucht er ein wenig rum. Ne? Ja, wo auch immer du bist. Oh, ich hab deinen Namen. Du hast einen roten Namen. Du bist Enemy! Was? Ich bin Enemy? Ey! Ja, du bist auch Enemy. Ja, ich hab's wieder Updates von dem Spiel, wo ich keine Ahnung, ich habe das Changelog diesmal mir nicht angeguckt, was da so passiert ist. Es gab ein paar Updates, aber ob da jetzt, die haben am UI ein bisschen, glaube ich, was geschraubt oder geändert gehabt, dass zum Beispiel Farben anders dann aus. Welche Farbe hat mein Name bei dir? Auch rot? Auch rot. Okay. Vielleicht ist das aber auch jetzt, die wollten, haben überlegt, ob sie Teamplay mit einbauen sollen, ne? Vielleicht in die Idee. Ja, haben sie auch. Also es gibt, wenn du, es gibt ja Bojen, die du bauen kannst, die halt bestimmte Plattformen kennzeichnen. Aha. Und diese Bojen kannst du quasi flaggen. Wieso? Okay. Halt, wenn die dein sind, dann sind die, glaube ich, entweder grün oder weiß. Eins von beiden. Ich weiß es gerade nicht hundertprozentig. Achtung, weg von dem Schiff. Nee, kannst du noch weitermachen. Ich muss erstmal hier wieder alles anmachen. Er sagt, weg von meinem Schiff. Das ist gar nicht gut. Alle Thruster anmachen und meinen Gyro und das ist anmachen. Ja kein Selbstzerstörung. Oh, hier, geil, schon. Hubpass kannst du jetzt hier aus- und anmachen. Owner Nobody. Me, LOM Break. Jetzt kannst du hier den Block mit Ownership hinzufügen. Geilo, Mat. Mhm. Geilo, Scheiße. Ja, das gehört mir, mein Gyroskop. I want to change ownership to me. Ja. Geil. So, Achtung. Ich fliege jetzt von der Asteroiden ein wenig weg. Und park mein Schiff mal oben. Weil, liebe Zuschauer, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir mein Schiff als Ressourcenspender für unsere Station nehmen, und zwar im Sinne von Reaktor. Was machst du da? Ich beiße gerade meine Tür wieder ganz. Ach so, das hat sich bei mir angehört wie ein MG. Also in meinem Ohr. Ah ja. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Deinem Ohr, ja, das ist sowieso schon geschädigt. Kein Wunder, dass du da was hörst, was ich nicht höre. Halt, ich verkehrt rum. Ah, Umdenkmanöver. Ein Umdenkmanöver. So. Jetzt ein Umdenkmanöver starten, habe ich das richtig gehört? Nee, ja, das ist echt schwierig für mich. Ja. So. Okay. Da muss ich absolut zustimmen. Okay, ich bin, mein Schiff ist ready for abbauen. Ready for display, nee. Ready for destroy. So. Soll ich dir helfen? Ja, bitte, bitte hilf mir. Hilf mir. Hilfe! Hilfe! Du bist keine Prinzessin, also zieh eine. ich werde mal hier meine ganzen Klamotten, die ich jetzt nicht brauche, gut, werde ich mal hier reinpacken, was dann heißt Bohrer und so weiter. Da kann ich nämlich ein bisschen mehr mit rumschleppen, fast doppelt so viel. Der Bohrer ist mega fucking schwer. Fuck. Allerdings sollte ich dann meine Kreissäge mitnehmen, ha? Was hältst du von der Idee? Ja, es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man hier was abbauen, beziehungsweise deskonstruieren will. Deskonstruktion. Konstruieren. Ah, und heißt, mein Schweißgerät soll ich auch mitnehmen. Fuck. Das lagern wir alles wo? Bei mir hast du mal oder bei dir? Oder nee, wir bauen es direkt ein, hatte ich gedacht. So, boah, dann bauen wir es halt direkt ein. Ich habe hier noch ein großes Stahlrohr, wenn du das mit reinpacken möchtest. Und ich kümmere mich ein bisschen um den da. Ihr sollt. Puff, oh, Verzeihung. Ja, puff. Sollten vielleicht erst mal gucken, dass wir uns irgendwie zur selben Fraktion hier hinzufügen. Also, kannst ja bei Schiff Ownership ja auswählen, hier von wegen Share with All oder My Faction oder whatever. Okay, also haben die jetzt wirklich Teamplay mit eingebaut, wie es sich. Also, anscheinend sowas wirklich wie Teamplay drin. Also müsstest du mal gucken, ob du, ob wir da vielleicht irgendwie was finden oder so. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir mal langsam aufpassen, weil es kann passieren, dass mein Schiff jetzt bald wegdriftet, ne? Also du kannst bei Terminal, also beziehungsweise wenn du also einfach das normale K drückst, ganz rechts bei Factions was einstellen. Da du ja der Leiter dieses ganzen Kladderadatsches hier bist, wie wär's, wenn du das machst? So als LOM, Lemon Grace, Public Info, Yoho, Geilo, Matico, Private Info, wir sind die geilsten. Ja, immer wieder dasselbe Klischee. So, Edit. So, ich habe eine Faction erstellt. Mhm. Ich
Promote, Kick, Dis. Ich kann aber niemanden hinzufügen. Production, Info. Das war gut, dass du eine erstellt hast. Editen kann ich es aber auch nicht. Oh. Hm. Vielleicht muss ich dich jetzt erst als Freund hinzufügen. Also ich bin dir jetzt einfach mal automatisch gejoint. Beziehungsweise mehr oder weniger automatisch. Ich habe einfach mal drauf geklickt, join, und er hat es irgendwie hinzugefügt. Herrlich, ja? Hat er das? Ja. Geile Sau. Jetzt bin ich theoretisch drin. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich dich finde hier. Gucken, wo er denn rumschweißt. Da schweißt er rum. Jetzt habe ich wieder keinen Sound. Der Sound ist bei mir schon. Du bist allerdings immer noch rot. Naja, egal. Gut. So. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade einfach alles... Ja, ich habe nur Deflex noch dabei und schweißen kann ich gar nicht. Ich okay. Macht nichts. Ja, ne, man sollte natürlich... Aua. Man sollte natürlich, aber... Was? Ich brauche mehr Freiaktorkern. Aber ich habe doch gerade da was abgebaut. Was habe ich denn da jetzt abgebaut? Verdammte Axt. Wie komme ich in mein Inventory? Ne? Ja. Denkt dran, Komponenten das Zeug für ist nicht gerade Herstellungsgruppe. Habe ich jetzt hier irgendwas anderes abgebaut? Oh. Lol. Er hat was anderes abgebaut. Ich habe meinen Schwerkraftgenerator abgebaut, nicht meinen Reaktor. Ich bin ein Held. Ein richtiger Held. Wo ist denn mein Reaktor? Wenn du das als Held bezeichnen willst, gut von mir aus, ich würde es nicht machen. Ist der vielleicht außen der Reaktor? Das wäre echt komisch. Der Reaktor. Oh. Verstehe ich nicht. Schwerkraftgenerator, der ist drinne? Ich habe ja irgendwas abgebaut. Auch Reaktor kann es nicht sein, weil das Ding, was ich abgebaut habe, das ist schon fast platt. Vielleicht das Gyroskop abgebaut? Nee. Ich kann mich auch noch bewegen. Gucken wir ins Kontrollfeld. Gravitationsgenerator, der ist defektiv. Also habe ich den abgebaut. Ja, dann lasse ich den mal weiter so. Cool, dann kann ich meine Medical Station weiter verwenden. Ach, ich bin voll. Hier, der Reaktor. Der ist draußen. Was, der ist echt draußen? Zeig. Hinten links am Triebwerk. Hinten links am Triebwerk? Das Ding da? Nee. Doch, Tatsache. Nee, das ist er nicht. Reaktor klein, Tatsache. Na dann? Da ist er, genau. Gimme. Volumen geht ganz langsam hoch. Oh, jetzt bin ich voll. Ich bin der Plein. Vielleicht müsstest du mich noch in irgendwie einem Rang abstufen oder so. Das kann sein. Oh, jetzt brauche ich Metallgerüst. Hast du Metallgerüst? 4 Stück? Für was? Zum Hinten? Für den Generator bauen. You must have connected, bla. So, warte, ich habe 13 Metallgerüste, glaube ich jetzt. Bin nicht sicher, ob es das ist. Ja, ja! Ach, bin ich ein Geilomat. Warte, jetzt gucke ich erstmal wegen dem Ding. Wegen der Faction? Hello and Break. Ach so, Applicant, und ich muss sie jetzt accepten. Are you sure you want to accept for Faction? Yo. Jetzt Promote? Grün. Do you want Leader? Nö. Du wirst kein Leader. Ich dachte, ich kann dich ja zu Lieutenant Hello and Break machen oder so. Achso. Ja, Lieutenant Commander Wolf. Lieutenant Commander Wolf? War das nicht eine Frau? Hä? Weiß ich, was das war. Ups, Scheiße, ja. Einsammeln bitte. Ich bin voll. Voll. Ich komme gefliegt. Ich sammle das Rote ein. Den Werkzeugkoffer. Ich habe ihn angehalten. Na los, pack jetzt die Kacke dran. Hey, du brauchst ein Stahlrohr, du blöde Sau. Oh, leck mir mal bei dir im Schiff gucken. Ich habe da noch ein bisschen was reingelegt, weil ich gerade einen Reaktor noch abgebaut habe. Mhm. Hier, Stahlrohr. Alles mitnehmen, ja. Alles Stahl, mitnehmen. Also Stahlrohr ist schon voll, das habe ich gerade hinzugefügt. Scheiße. Reaktorkomponenten, die hatte ich gerade noch dabei. Glaube ich. Nee, Motor. Ich dachte hier, Reaktorkomponenten. Perfekt. 26 reichen die? Weiß es nicht. Nee, wir brauchen 100. Also zwei fehlen noch. Aber ich glaube, die zwei habe ich gerade rausgeholt. Oh, sehr gut. Der Rest ist da, ne? Also ja. Theoretisch ist er jetzt schon funktional. Computer und Stahlplatten müssen noch zum Ende Hammer geilo gemacht werden. Ja, meiner ist kaputt hier am Raumschiff. Das heißt, ich muss mich jetzt schleunigst drum drehen. Dass wir hier noch eine Kommandokonsole hinkriegen. Also das Cockpit quasi. Interne Panzerung.
muss erstmal meine Med Station bauen. Wie kriege ich das Ding nochmal auf? Meinen. Ah, mit G. Sehr gut. Ha. Medical Station. Mal gucken. Ich muss sich ja ungefähr erkennen können, wie die ausschaut, ne? Oh, hier ist auch so viel Platz an Items, ja, was die sich noch offen gelassen haben. Voll geil, oh. Ja, das ist die Frage, ob das beabsichtigt oder unbeabsichtigt ist. Krankenstation. Numero 5. Oh, die ist riesengroß, ey. Die ist richtig groß. Mit oh, Inventar ist voll. Bild ab. Oh. Klick. Was willst denn du die Plattform machen? Ich werde die noch ein bisschen vergrößern. Auf Dauer. Ja. Ah, gut. Ja, bauen warst du mal. Kannst du Stahlplatten hier schon verwenden? Du kannst alles schon, was du brauchst, kannst du ja schon reinpacken. Boah, bin ich schon wieder was voll, ey. Ich hab grad einfach nur ein paar Stahlplatten abgebaut. Sie brauchen mehr interne Panzerung. Zum Glück. Mal mein Inventar der Stahlplatten ja noch etwas an. Naja, komm, ich baue das Ding ja erstmal vollständig ab. Oh. In der Hoffnung, dass wir dann die ganzen Klamotten wieder rausfinden. Boah, ist mir ja schnell voll mit dem Gelumbe, ey. Wir müssen uns dann unbedingt einen Crafting-Shop bauen. Mach mal eine Med-Station. Was willst du? Crafting-Shop? Du hast deine schon kaputt gemacht, jetzt muss ich mal zu meiner fliegen. Ja, es tut mir leid. Aber ich will meinen Spawn halt setzen. Oder ich habe meinen Spawn ja schon gesetzt, aber... Boah, zack, voll. Ich stopp den Server gleich neu und mache hier meinen Inventar größer. Das sind die ganzen Stahlgerüste, glaube ich, die so viel wiegen. Kann sein. Oh, jetzt geht's wieder ein bisschen besser. Interne Panzerung, da hatte ich sie am Start gerade. Oh, schon wieder voll. Na los, jetzt muss ich doch irgendwann mal 1%... Ja! I got it. Oh, ich glaube, ich habe hier gerade deinen Uran noch im Inventar. Das macht nichts, das kannst du in unseren kleinen Reaktor dann reinpacken da unten. Haben wir den eigentlich richtig umgebaut? Ja, komm ran, okay. 1. Leg's erstmal bei mir in den Raffinerie. Assembler Frachtcontainer da legen. Ne, oder auch nicht. Interne Panzerung. Da fügt das. Oh. Ups. Das wollte ich nicht. Hat aus Versehen die Energie von meinem Schiff abgekappt. Oh, sehr gut. Das ist immer eine gute Idee. Dein Uran mit meinem Uran verwechselt habe. So. Hat man das gehört? Ja, hat man. Das ist ja witzig. Ja, jedenfalls ist dieser Part an dieser Stelle kurz vorbei. Oder nein, der ist nicht vorbei. Ich gehe nochmal kurz weg. Du kannst hier mal alleine weitermachen. Sagst du, wo ich auch. Ich bin in einer Minute wieder da. Ich muss bloß mal einen Ofen rausmachen. Bis gleich. Noch, dann holen wir die mal eben. Algerüste kommen als nächstes. Eieieie. So, liebe Leute, da bin ich auch schon wieder da. Das war nicht, bestimmt nicht mal eine Minute. Oh, das kann gut sein. Manchmal bin ich halt doch gut. Oh, nur manchmal. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. So, was machst du? Was machst du jetzt gerade? Bist du jetzt noch am Reparieren von deinem Reaktor, Dennis? Nö. Ich muss da nichts reparieren. Naja, weil du den abgeklemmt hast, hast du gesagt. Ja, ich hab das Uran rausgenommen. Ach so. Was brauchte ich jetzt noch? Stahlrohr groß und klein und die Metallgrüste noch. Teilgröße sind voll, die habe ich gerade voll gemacht. Echt, ja? Okay. Ja. Nehme ich jetzt Stahlrohr groß und klein. Dann schauen wir, wie weit wir. Oh, cool, wir brauchen noch medizinische Komponenten. Müssten wir eigentlich durch das Abbauen halt bekommen. Ja, haben. Ja, die wieder. Müssen wir bekommen haben, genau. Ich dachte, du bist schon mal unterwegs. Triebwerkkomponenten. Medizinische Komponenten kann ich gerade mal zwei benutzen.
Oder zwei mit mir führen, dann bin ich voll. Echt, ja? Ja. Ich kann gar keine. Doch, jetzt kann ich welche. Ja, zwei Stück, ey. Voll krass. Naja, das sind halt so ein OP-Saal, ne? Naja, so ein tragbarer OP-Saal für zwischendurch, ne? Kann man mal gebrauchen. Mhm. Da. Zwei Stück, ey. Krasse Wurst. Wie viel brauchen wir noch? Musst du mal noch gucken. Nicht mehr viele. Ja. Also noch zweimal fliegen. Hin und her. Einmal. Du einmal, ich einmal. Oh, ich habe nur noch zwei. Hast du auch zwei? Ja. Also gut, okay. Die interne Panzerung, die hole ich mir. Okay. Vorwärts. Inche Schallplatte. Ich habe keine interne Panzerung mehr. Ups. Naja, geht ja auch mit ohne, ne? Vor allem geht ja auch mit ohne, ne? Ja. Panzerglas. Ich muss mich drehen. Und T drücken. Hallo? Ja, hallo? Geht nicht? Weil unser Reaktor noch kein Uran hat? Ja. Okay. Bei dir in der Assembly, in der Frachtcontainer genau. Assembly kann man hätte ich schon. Ich nehme erstmal den Börler wieder mit. Mein Börchen. Ach, da ist das Uran. Das ist ja nicht gerade viel gewesen, ne? 0,38. Doch, es war mehr. Ich hab's halt bei mir, ich wollte es bei mir ins Inventar packen, dann habe ich gemerkt, oh, der zapft das ja gleich aus dem. Access denied. Ab. Kannst du überhaupt gucken, ob du da was reinpacken kannst? Bei mir ist Access denied. Ja, du musst ja auch erstmal, glaube ich, ein Cockpit bauen, damit du da rankommst. Ach so? Nee, ich kann auch so Klamotten reinpacken. Ich muss jetzt erstmal dein Schiff missbrauchen. Mit keinem Schiff verbunden. Wer ist mit keinem Schiff verbunden? Also bei mir steht Nuclear Reactor, das Kontrollfeld. Ah, hier Reaktor klein. Produktion, es gibt keine. Reaktor klein. Ja, ich habe ja gerade keinen Uran im Inventar. Hast du noch irgendwas rumkreuchen? Ich habe mir eins aus dem Schiff rausgenommen bei mir. Aber ich kann mal was ich jetzt von dir noch mitbringen. Außer es ist wieder Access Denied. Was bei mir auf dem Schiff war Access Denied oder was? Nein, auf unserer Station war Access Denied. Station. Naja, wenn man das halt zum ersten Mal macht, ne? Warte mal, wie war das? So? Nee. So? Auch nicht. Auch nicht. Verdammt. Ich hab einen Bohrer nicht dabei. Wie konnte man da jetzt hier einzeln was rüber? Ach, mit Rechtsklick, okay. Ich nehme einfach mal 500 mit. Was? Ach so. Aha. 0,5. So. Ich habe welches am Start? Nachdem ich den Reaktor kurz mal wieder kurz geschlossen habe, sozusagen. Mhm. Ich habe nämlich das komplette Uran wie du rausgenommen. So, ich bin wieder da. Sehr schön. Ich pack's bei mir ins Schiff rein. Nicht in den Conveyor. Da. Hoffmann. So, aber jetzt ist der Part wirklich vorbei. Und ob wir dann sehen, dass es geht, werden wir dann im nächsten Part erfahren, liebe Leute. Wir sehen uns dann... Wenn das Licht angeht. Wenn das Licht angeht, genau. Wir sehen in der nächsten Folge, ob das Licht angeht. Ja, also macht's gut, Leute. Bis dahin und tschaußen. Servus.